So, ja, hi und willkommen. Mein Name ist NiroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Survivor, nicht Fallen Order, Survivor. Ja, hier geht's auch mal endlich wieder ein bisschen weiter. Kleines Update für die Leute, die jetzt irgendwie, weiß nicht Final Fantasy schauen, bei mir auf dem Kanal, aber ich war ein bisschen krank. Ich hatte eine Mandelentzündung, war sehr unschön, war überhaupt nicht gut. Okay, wo bin ich überhaupt gerade? Ach so, ich bin in dieser feindlichen Festung, ne? Ja, es ist ein bisschen, und da bin ich das letzte Mal gestorben, aber da war, glaube ich, ein Boss, ne? Also da habe ich keine Chance. Genau, da war so ein Boss, in dem ich reingefallen bin, und gegen den hatte ich noch keine Chance, deswegen gehen wir weiter, ne? So, ja, ich habe schon alles in meinen Final Fantasy Part 49 erklärt, aber um es kurz zu fassen, ich hatte eine Mandelentzündung. War sehr unschön, war sehr unangenehm. Hat sich angefühlt, als hätte ich irgendwie eine Rasierklinge im Hals. Ich sag eigentlich genau gleich, was ich schon da gesagt hatte, aber für die, die jetzt nicht hier alles verfolgen, ne, muss ich das natürlich hier auch erklären, ne? Am Anfang hatte ich ein bisschen Fieber und konnte mich nicht aus dem Bett bewegen, weil ich zu schwach war. Und ja, ich habe ein paar Sachen eingelagert anscheinend. Ich wollte gar nicht hier hin, glaube ich. Doch, irgendwie wollte ich hier hin, glaube ich. Und ja, meine sehr unschöne Zeit. Aber jetzt bin ich wieder fit seit ein paar Tagen. Und ich habe mir vorgenommen, mir ein bisschen reinzuhauen mit meinen Projekten. Weil ich hatte 2 Wochen lang jetzt irgendwie eine Pause gemacht, ne? Ich hatte mal ein Part hochgeladen von Final Fantasy 16 an einen Sonntag. Aber dieser Part, der war auch schon irgendwie ein paar Tage so auf Lager, und den hatte ich dann erst irgendwann dann noch hochgeladen. Ich hatte schon zu dem Zeitpunkt mich nicht gut gefühlt, und ja, bei Star Wars ist es halt noch ein bisschen länger gedauert, bis ich irgendwann weitergemacht habe, ne? Und ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal weiter, ne? Und oh, Vorsicht. So, ich habe beim letzten Mal, glaube ich, ein bisschen Kobo erkundet und habe natürlich fundamental auf die Fresse bekommen, weil ja ich hier noch Bosse begegnet bin, gegen die ich noch nicht kämpfen soll anscheinend, und so Gefahr. Und ja, jetzt noch offensichtlich eine Menge Zeugs, das ich noch nicht erkundet habe, aber ich würde sagen, wir machen mal ein bisschen der Story weiter, ne? Damit es hier mal so ein bisschen weitergeht. Das ist jetzt mal gute Frage, wo ist die Story, ne? Irgendwo hier ist die Mantis, genau. Ich soll zum Mantis gehen, dann sollen wir, glaube ich, schon den Planeten hier verlassen, was wir auch machen werden wahrscheinlich. Jetzt wir mal einen Tapetenwechsel bekommen, ne? Aber irgendwie habe ich das Gefühl, du bist irgendwie wichtig. Also lass mal kurz mit dir Hey, noch du kurz siehst schnacken. aus, als wäre mit dir nicht zu spaßen. Im Ernst? Ja, als hättest du vor nichts Angst. Vielleicht findest du ja raus, was hinter den Gerüchten steckt. Draußen in der Nähe der Höhlen steht eine Hütte. Die Leute nennen sie Keys Werkstatt. Was ist in der Werkstatt? Unheil und möglicherweise Schätze, habe ich jedenfalls gehört. Könnte einen Besuch wert sein, wenn du mal in der Gegend bist. So. Das ist natürlich wieder sehr. Kann ich überhaupt dahin? Ich sollte aber wahrscheinlich erstmal weitermachen, ne? So eine Story. So wie ich das verstehe, ist sowieso nichts irgendwie so, weil nicht das irgendwie verpassbar ist und so, und einige Sachen sind definitiv noch zu stark für mich, ne? Hier die ganzen Bosse, die ich bisher begegnet bin, ne? Diesen Rancor, den wir gefunden haben, diesen Octoboktor, wie auch immer hieß, das konnten wir auch nicht fertig machen. Hab ich, glaube ich, gewone-shottet oder getwo-shottet, ne? Was bedeutet, wir müssen uns noch ein bisschen hier vorbereiten, habe ich so ein Gefühl. Wo ist denn die Mantis? Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Ich weiß übrigens nicht genau, wie das Spiel noch mal so funktioniert, ne? Von daher gib mir so eine kleine Eingewöhnungsphase bitte, ne? Nicht so herausfinden kann, wie es hier weitergeht, ne? Aber ich nehme ja an, wir müssen irgendwann noch mal so ein paar Mal hier zu. Gehe ich hier richtig? Ja, ne? Also ich nehme jetzt mal sehr stark an, wir müssen so im Laufe des Spiels hin und wieder mal zurück zu diesem Spiel, zu diesem Planeten zurück, ne? Deswegen machen wir hier erstmal ein bisschen weiter, ne?
damit es ja weiter nicht, damit ich weiter nicht, ich krieg wahrscheinlich irgendwann noch ein paar neue Sachen, so weiß ich nicht, so ein Gegner. Ja, ne? Was ist das da drüben? Oh, doch, bist du. Ich dachte, die Mensch, das ist hier. So ein kleiner Eingewöhnungskampf, bitte. Bock. Ich spiele jetzt auf Jedi Großmeister, ne? Höchsten Schwierigkeitsgrad. Für die Leute, die jetzt hier reingeschaut haben, ne? Dementsprechend. Ist das ein X-Wing? Nee, schade. So, hier ist die Mantis, ne? Ich könnte schon mal, ich war ja schon mal. Letztes Mal war die hier nicht. Okay. So, das ist unsere Hauptmission. Wir müssen die Mantis hier. Wir müssen die Mantis hier aufsuchen. Gucken wir mal. Na, Gegner. Gegner. Ja, bist du? Sieh, du siehst aus wie neu. Ach so, ja. Dieser mechanische Mixologe. Dieser Droide von diesem Jedi, ne? Ich muss es wissen. Haben Sie den Schlüssel nach Terrenor gefunden? Es ist kompliziert. Ich habe einen Typen gefunden. Wir werden ihn finden. Monk hat mir gesagt, was passiert ist, während ich schlief. Dass der Orden der Jedi nicht mehr existiert, muss furchtbar für sie sein. Wir haben beide viel durchgemacht, aber es muss weitergehen, Kerl. Denn was bleibt uns sonst? Denn dieses Projekt wurde seit Wochen pausiert. Es muss weitergehen. Einen Platz haben wir noch. Ich werde hier bleiben, aber wenn Sie meinen Rat brauchen, bin ich im Salon. Okay. Es war ein großes Glück, Sie zu treffen, Kerl Kestis. So, wo geht's denn dann als nächstes hin? Ich habe draußen was gefunden. Ach ja, was denn? Noch ein Holocron? Einen Jedi. Aus der Zeit der Hohen Republik, konserviert in Bagdad. Dagan Gera. Ich habe ihn befreit. Was ist passiert? Er griff mich an und floh mit den Bedlam Raiders. Nach ihm hatten sie gesucht. Er sagt, die Jedi hätten ihn verraten. Wandte sich zur dunklen Seite. Alles okay, Kleiner? Tenalor. Es existiert. Irgendwo versteckt im Abyss. Oh, das ist doch völlig unmöglich. Der Abyss frisst jedes Schiff, das ihm zu nahe kommt. Schon vor Jahrhunderten hat die Republik einen Weg hindurchgefunden. Darum haben sie die Anlage im Wald gebaut. Eine versteckte Welt, die seit Jahrhunderten niemand gefunden hat. Wenn du weißt, wie du durch den Abyss kommst, könntest du verschwinden. Ohne Spur sogar. Keine Bedlam Raider, keine Kopfgeldjäger. Kein galaktisches Imperium. Ich spekuliere hier nur, aber für mich klingt das wie ein Ort, den man Heimat nennen könnte. Ja. Kann meine Heimat sein. Wir flüchten einfach vom Imperium, lassen die einfach machen. Na schön, ich gehe zurück zur Kantina. Weißt du, Grease? Wir könnten einen guten Piloten brauchen. Ich weiß nicht. Ich finde, ihr kommt doch gut allein zurecht. Bloß das Putoli-Gewebe könntest du mal sagen. Wir kennen die Mantis nicht so wie du. Niemand tut das. Ach, Kerl, es tut mir leid. Meine besten Zeiten liegen längst hinter mir. Ich kann nicht mal die Karten richtig halten. Ich weiß, es hat sich viel verändert, aber ich weiß nicht, ob ich es ohne dich schaffe. Siehst du das wirklich so? Allerdings. Oh Mann, ich schätze, ich könnte fragen, ob Monk den Salon weiterführt. Greasy peasy. Okay. Und du? Allzu viele Kredits werden dabei nicht rausspringen. Kerl, das ist besser als alle Kredits. Stell dir vor, kein Blick mehr über die Schulter. Ein sicherer Hafen für uns. Und die, die wir lieben. Hm. Wenn jemand was über eine verlorene Jedi-Welt weiß, dann Sia. Jenna! Ein Besuch bei dieser netten Lady ist längst überfällig. Wisst ihr, okay. Ich mache noch was zu essen, bevor wir aufbrechen. Ich
Mikael versucht ja alle irgendwie zu überreden. Zum Mitkommen. Willkommen zurück im Außenposten. Vergiss nicht, Dober mit seltenen Mineralen zu hören, die du gefunden hast, und in den Dachgartensamen einzupflanzen. Kann neue Bewohner treffen, die zur Verbesserung des Außenposten beitragen können. Dies Landweitschalter im oben Geschoss von Teuersamen ist jetzt zugänglich. Stattdessen der hohen Reparatur in der Galaxie gefunden werden, können hier ausgegeben werden. Dachgarten freigeschaltet. Der auf den Salondach ist jetzt zugänglich. Mit Kohle gesammelt den Samen können hier eingepflanzt werden. Ist mir also sagen, ich soll jetzt immer noch hier weiter ein bisschen rumrennen. Wir sollen schon so ein bisschen weitermachen hier. Was geht? Also, wer ist dieses hier, zu der wir wollen? Eine Mentorin von mir. Sie hat mich auf Braca vor dem Imperium gerettet und dann durch die halbe Galaxis geschleift. Ihr habt wohl einiges durchgemacht. Ja, ist lange her, seit ich sie gesehen habe. Wie fühlt es sich an, wieder auf der Mantis zu sein? Gut, ich denke drüber nach, einen Burra-Fisch mit Curry zu machen. Die Küche ist in einem besseren Zustand. Es gibt Curry in Star Wars. Ja, sie wurde weniger benutzt, nachdem du weg warst. Kein Weltraum-Curry. Es ist überhaupt keine Gewürze verbraucht worden. Hast du in den letzten Jahren einmal eine anständige Mahlzeit gekocht? Ich bin als Koch nicht halb so gut wie du, Grease. Und als Pilot vielleicht nur zu drei Viertel. Sehr freundlich. Aber bei der ersten Gelegenheit mache ich dir eine Portion von Urgroßmutter Pailoons Umbra-Hack. Mein Lieblingsgericht. Kann's kaum erwarten. Okay. Lass mal hier meditieren. Muss schon sagen, da gab es auch einen Knopf, ne? So. Das ist jetzt eine gute Frage. Soll ich jetzt weiter in der Story machen? Oder soll ich jetzt, wenn ich hier irgendwas aufrufen könnte, oder soll ich jetzt hier weitermachen auf Kobo? Verfolgt. Besuch des Laden. Suche sie's Laden. Ah, hier sind so viele Sachen noch. Na gut. Machen wir das hier. Versuchen wir den Laden kurz. Das ist ja so in der Nähe, ne? Es ist noch so ein bisschen unübersichtlich, so wie wo ich hin muss und so. Pylon Salon, Gerücht. Denn alles noch Merquis? Der Neue. Hallo. Hallo zurück. Wenn du einen Ausblick suchst, solltest du zur Oberkante der Schlucht gehen. Ist es die Mühe wert? Keine Ahnung. War noch nie dort. Zu steil zum Klettern. Und da oben gibt es viele Kreaturen. Und ein paar davon fressen dich nicht mal. Klingt wie das Paradies. Der Aufstieg ist schwierig, aber du findest sicher einen Weg. Von dort kannst du dann die wahre Schönheit von Kobo sehen. Da bin ich mir ganz sicher. Schon wieder was Neues. Ja, wir haben noch so viele Sachen jetzt zu erledigen, ne? Also, ich will noch gar nicht. Außerdem muss ich mich ja wieder eingewöhnen in das Spiel, ne? So eine kleine Eingewöhnungsfolge, würde ich sagen. So, wo ist denn jetzt hier diese? Hier ist zum Beispiel ein Gebiet. Hier sind einige Gerüchte. So, das ist der Salon, ne? Ne, das ist der Laden von der einen. So, kann ich hier irgendwie was kaufen? Was Neues? Verlockend. Mysteriöser Code. Ich konnte mir noch Klamotten kaufen, ne? Ah, guck mal, wie viele Dinger ich habe. Das würde dir gefallen. So, Musiktrack. Ach ja, ich kann Musik hören, glaube ich, ne? Ich weiß ja nicht, was hier alles noch so kommt irgendwann, ne? Aber ja, und ausrüsten. Das habe ich nur für dich aufgehoben. Gott. Das ist hübsch.
Ich nehme das hier. Gute Wahl. Da stand praktisch schon dein Name drauf. Okay. Das muss ich noch mal irgendwann wissen. Gott, ey. Das sieht aber echt aus wie so ein Obdachloser in den Spielen, ne? So, da ist schon wieder nicht das, was ich gerade verfolge, aber das ist das Einzige, was mir jetzt hier irgendwie weiß nicht. Wenn ich so einen Überblick habe. Ja, das Gebiet, das haben wir noch nicht erkundet, ne? Dann machen wir das mal, ne? Koba-Erkundung Nummer 3. Müsste das, glaube ich, heißen, ne? Wer weiß, wie schwierig der nächste Planet sein wird, von daher. Gucken wir mal. Hier kann ich nirgendwo mich festhalten oder so, ne? Ja. Jetzt hier mit? Ne. Nö. Oder ist da was? Ne. Da ist irgendwas, glaube ich. Mal gucken, wie das Spiel noch so funktioniert, so mit den ganzen Rätseln. Will ich mich nicht abknallen? Hallo. Hallo. Keine Sorge wegen der Bestie. Sie mag keine Fremden. Genau wie der Berg. Seid vorsichtig. Wir versuchen's. Danke. So, oh, hier kann ich eine Abkürzung freischalten? Nee, da schon. Na gut. Salz in die Hautblase, was für ein Riesenkrach. Hast du Glocken statt Füße? Entschuldige? Ach, wie heißt du, Junge? Für einen guten Groll muss ich deinen Namen wissen. Ich bin Kerl. Das ist BD1. Meine kleine alte Mama hat mich Scuba Steph genannt. Ich bin Scuba der Fischer. In Pailoon Saloon gibt es einen Fischtank, der etwas Aufmerksamkeit vertragen könnte. Pailoon Saloon? Bitte sag mir nicht, ich kann angeln. Ist das Wasserloch voller Landratten unten im Tal? Gut, gut. Vergiss meine Frage. Na gut, überredet. Ich mach's. Wir treffen uns im Saloon und ich sehe mir diesen sogenannten Tank mal an. Okay. Scuba rekrutiert. Okay, cool. Was ist mit dich? Ach, mit den Dinger kann ich fliegen, genau. Also ja, wird heute nichts mit der Story. Wir gucken ja noch mal weiter, ne? Da kein Problem mit, oder? Ich kann den Lift von hier nicht holen. Doch. Na gut. Was hier mit? Tauchen. Gott, bin ich schon mal getaucht? In diesem Spiel? Geduld. So, kann ich unendlich unter das Wasser? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Weiß nicht, ob ich schon mal geschwommen bin in diesem Spiel überhaupt. So, hier irgendwas? Nö. Aber da ist was. Ist aber auch so verlockend, irgendwie immer wieder neue Sachen zu erkunden, neue Wege zu finden, ne? Mal sehen, was da vor uns liegt, Kumpel. Verzeiht mir, wenn ich hier irgendwie immer abgelenkt werde durch allen. Oh nein, nicht die Viecher. Oh, das sind Dingens. Okay. Das sind doch diese Dinger, die mich immer gemonshottet haben, ne? Ja, bestückt. Oh, hey, oh, ich dachte, das wäre ein Upgrade. Nicht einfach. Denk an die Belohnungen, Shanna. Komm schon. Okay.
Ah, kann ich da hin? Ja. Okay. Joink. Mehr Priorität. Wie viel kriegen wir wohl bei Doma dafür? Ja, jetzt weiß ich, wie man die Dinger erkennt, ne? Die haben so Glühwürmchen, die herumfliegen. So. So, was mit euch? Augen auf, Kuppler. Ein Eindringling. Eröffnen wir das Feuer? Erschießen wir ihn? Negativ. Dieses Kraftfeld widersteht allem, was die Einheimischen zur Verfügung haben. Zutritt nur für autorisierte Personen. Zurück. Abschau. Ich will nur passieren. Ha, alles, was nicht aus Durastahl ist, kann diese Elektronen... Ihr werdet mich passieren lassen. Waffen bereit, Sir. Erschießen wir ihn, bevor er auf dumme Gedanken kommt. Negativ. Wir haben unsere Befehle. Kannst du keine Ausnahme machen? Riechst du das, Abschaum? Du atmest imperiale Luft. Also verzieh dich, bevor ich meine Befehle vergesse und wir rausfinden, wie zäh du wirklich bist. Warum senkst du nicht dein Schild und wir finden es ab? Du wirst den Schild senken. Ja. Ich bin autorisiert. Ich habe dir meine Autorisierung schon gezeigt. Du hast mir deine Autorisierung schon gezeigt. Sir? Ticker 7-3 an Basiszentrale. Schild herunterfahren. Was? Moment, was? Der Schild ist ab! Leute mit schwachem Geist. Sie hatten nie eine Chance. Okay. Was? Ich bin gerade freigeschaltet. So, jetzt habe ich aber ja noch ein Schild. Ihr habt die ganze Zeit hier unten. Oh, nee, das wollte ich nicht. Also ihr habt die ganze Zeit hier zwischen zwei Schildern irgendwie gesteckt. Auch hier. Nee. So, ich habe hier gerade irgendwie Hecken freigeschaltet, ne? Aber irgendwie. Oh, komme ich da durch diesen Hangar jetzt? Oder habe ich irgendwie was verpasst? Ne, da ist auch rot, also kann ich da gar nicht durch. Kann ich da hoch? Hier sieht aber auch nicht so aus, als kann ich irgendwo hin, ne? Ja, rot bedeutet ja, ich kann da nicht vorbei, ne? Wasser. Ja, kann ich irgendwie da hoch? Ich glaube nicht, ne? Kann ich das Wasser da auch hochklettern? Habe ich überhaupt noch irgendwas, was ich tun muss? Ich glaube nicht, ne? Na gut, ich kann jetzt Sicherheitsdruiden hacken anscheinend. Wie ich da verstanden habe, ich gehe jetzt noch mal da unten hin zu dem Lift. Vielleicht bringt das jetzt irgendwie was, aber das klang jetzt auch nicht so, als könnte ich damit irgendwie was machen. War irgendwie so, der hat ja irgendwie gesagt, so der Aufzug, den erwische ich von hier aus nicht. Man kann ich von hier aus nicht kontrollieren oder irgendwie so was. Halt. Hab noch einen Knoten gefunden. Na gut, aber wir sind ja glaube ich nur wegen dem Gerücht hingekommen, ne? Oh, guck mal hier. Ich hab's schon wieder nicht gesehen. Dann war sie tot. Oh.
Danke. Ein seltsames Paar. Hier geht's nicht weiter. Nee. Na gut, dann sind wir hier auch schon wieder fertig, ne? Oh, nee, da sehe ich auch noch was. Ach ja, der Vogel, genau. Hm. Was? Wer bist du? Hm. Hab ich mit dir nicht schon geredet? Na, okay. Ey, du, na, irgendwo eine Abkürzung direkt, die ich freischalten kann. Nee. Nein. Kämpfe, kämpfe. Kein Rückgrat. Nimm das. Ah. Was ist das? Versuch's nochmal. Okay. Feuerstück. Greif mich nochmal! Die Klinge entscheidet. Oh Gott. Oh Gott. BD, kannst du mir helfen? Ach, guck mal, wie viel ich heile, genau. Ich habe mich ein bisschen gelevelt, ne? Beim letzten Mal. Uff, soll ich da rein? Sieht ein bisschen gefährlich aus. Die Antwort ist ja. Halt. Hm. Was ist das hier? Boom, haha. Haben wir da schon mal abgesichert. So, guck mal hier. Da komme ich aber nicht hoch, glaube ich. Obwohl. Na gut, dann gehen wir hier rein. Oh, oh. Okay. Wir müssen durch die Lüften hier, ne? So, hier kann ich mal nicht rein. Ach, was muss ich hier noch mal machen? Da muss ich diese Bomben hier hinpacken, ne? So, was ist hier? Lass mich erstmal das hier einsammeln. Ich habe den Weg versperrt. Es tut mir leid. Leb wohl. Wer ist hier? Gut, oh, böse. Ein Neuankömmling. Okay. Wer sind Sie? Ich bin Kerl. Das ist BD1. Sind Sie hier, um uns zu helfen? Als würdest du gleich irgendwie so ein dieses Muschelspielchen hier vorbereiten. Wir sitzen schon seit mindestens wo man irgendwie so eine Kugel unter so Muscheln verstecken und die dann alle bewegt. Wir? So ein Karnevaltrick. Wir haben uns um sie gekümmert. Du solltest gehen, bevor noch mehr kommen. Ja. Ich kehre zum Außenposten Runners Reach zurück. Wir haben dort gewohnt. Hoffentlich sehen wir uns wieder. Okay. Boah, erstmal ein bisschen strecken. So, was sehe ich jetzt irgendwie? Nix. So, leider. Ich muss mal gucken, Kerl. Also. Mal direkt schnell irgendwo reingehen, ne? Furchtbar. Ah, der Geruch hier unten ist intensiv. Ich wusste es. Okay.
Oh, ich dachte, da wäre ein Meditationspunkt. Mein Sohn. Wenn ich hier schon wieder gelandet bin, ne? Bin ich hier. So, da ist irgendwas, mit was ich nicht interagieren kann. Okay. Die Raiders haben diesen Ort vermint. Ich wollte eigentlich zurücklaufen und irgendwie. Ich dachte irgendwie, die haben Minen oder so platziert. Ich wollte irgendwie auf die zuschießen oder so zurückschießen mit Machtschub, aber. Dann sind sie ganz explodiert. Okay. Na gut. So, hier sind diese Explosionsdinger. Die müssen doch für irgendwas gut sein, ne? Ich auch. Ich krieg keine Erfahrungspunkte, wenn ihr so stirbt. Oh mein Gott. Was ist das? Eure? Abstand. Gott. Mein Gott. Er war nicht gut. Ich muss einen anderen Weg finden. Oh, ich wollte schon sagen, kann ich ja nicht einfach unterspringen? Nö. Tut irgendwann von selber explodieren. Oh mein Gott. Ich brauche Hilfe. Habe ich die ganze Zeit hier durch die Gegend geschossen werde von irgendwas. Boah, willst du mich auf den... Nein. Boah, ich muss erst mal gucken, von wo die auftauchen, ey. Ich bin doch gerade hier durchgelaufen, wir waren nirgendwo einer. So, da ist ein Meditationspunkt. Gott sei Dank. Ich muss meinen Geist freimachen. Oh, das heißt, die ganzen Viecher, die tauchen jetzt gleich wieder... Blöden Druiden tauchen jetzt hier wieder auf, ne? So, ne, anscheinend nicht. Gott, ey. What? Okay. So, war ich da schon fertig? Gab's da nichts mehr? Scheint nicht, ne? Ja, da gab's das Ding und mehr nicht. Ja, da oben gab's halt noch ein paar Sachen. So, ja. Ja. Ah, irgendwas sagt mir, ich werde hier gleich begrüßt von einigen Leuten. Gott. Ha? Oh mein Gott. Der ist noch nicht mal gezuckt, ey, nachdem ich ihn... Oh. Au! Ey, was ist heute los? Oh. Wenn ich dich finde, leg ich dich um. Boah. Oh nein, das ist der blöde Vogel. Nein. Oh mein Gott, dieser Schaden, ne? Wie ist der da runtergefallen, ne? Was ist heute los? Ich wusste, ja, kann man hoch. Boah. Na, der Viech ist jetzt da unten irgendwo noch am Leben, aber was soll's, ne? Oh ja, da komme ich nicht hin. Okay, das waren einige furchtbare 5 Minuten. Jetzt nicht da runter. Leck mich.
Ach, hier bin ich jetzt, ne? Ah, guck mal. Ah, okay. Mal da oben gibt's lang. Wie soll man denn da hinkommen? Und irgendwann noch weiter springen oder so? Oder komme ich hier hoch? Ne. So, hier war noch irgendwas, ne? Okay, bist du cool? Sehen wir uns das mal an. Bist du cool? Du bist cool, ne? Oh, du bist ein. Ich wäre soweit. Okay. Jetzt weiß ich, wie man reinkommt. Na los! Das wollte ich nicht machen. Oh mein Gott. Ich werde jetzt ruiniert. Ne, warte mal, irgendwie kann man doch. Kann man das Ding nochmal rufen? Oh ja, einfach so. Frage ist, funktioniert das jetzt? Ich glaube nicht. Ja, das ist natürlich jetzt nicht gut. Ich habe so das Gefühl, ich habe es mir ja gerade vermasselt. Okay, die einzige Möglichkeit, die ich jetzt. Oh mein Gott. Gut, dann gehen wir nochmal hier hin. Heilen uns, müssen dann leicht die Gegner nochmal alle bekämpfen, aber was soll's. Aber das geht's ja gar nicht, ne? Wo ist der Gegner nochmal? Das Viech ist immer noch hier. Ey, willst du mich auf den. Das motiviert mich nur. Kann ich erledigen, damit du. Ja, toll. Ja, das Viech ist jetzt hier gefangen. Cool. Oh mein Gott. Ja, habe ich mir jetzt ja vermasselt. Bis das Spiel irgendwie weit nicht. Mich da irgendwie nach. Boah. Spiel geht weiter, wenn ich hin. Ja, das Ding kann ich sogar irgendwie kaputt machen anscheinend, ne? Aber wie? Ich wollte so ein explosives Ding, ne? Hier ist einer. Was du? Wo krieg ich denn jetzt hier so ein Ding her? Hör mit der Tanzerei auf! Ich bin dir auf der Spur! Aber es wird schon lange. Helft mir! Hast du Angst? Ich werde dich bluten lassen. Nein. Boah. Mann. Könnt ihr locker irgendwo weiterkommen, ne? Aber Gerücht. Nur weil wie dieser blöde Gockel hier. Ja?
Nochmal dieser blöde Gockel jetzt hier da runtergefallen ist, ey. Ich fass dann einfach nicht. Alright. Gehen wir mal zum Saloon zurück, ne? Weil da muss, da wollte ich ja sowieso hingehen. Ja, ich habe ein paar Zwiebeln und diese Dinger gefunden. Ja, ihm geht sicherlich gut. Wer sagt der Master? Den geht's gut. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo nochmal der Salon ist, ne? Okay. Da ist der Salon, ne? Wie komme ich da rein? Da. Guck ich mal, ob ich was mit dem Garten. Ich bin voll zu nah am Mikrofon, sehe ich gerade. Was auch mal. Komm, wo ist denn der Vordereingang von dem Ding? Ich suche die ganze Zeit den Vordereingang von dem blöden. Mit dem blöden Kaffee. Gehe ich ihm von unten ein. So. Alla. Ey, was so? Was so? Boah. So, wie ist nichts zu tun für mich. Oh mein Gott. Komm rein, setz dich an die Bar. Hör mal, Freund. Wie heißt du? Cal. Moran. Angenehm. Du wirkst wie ein anständiger Bursche, Cal. Vielleicht bist mir nicht noch mehr nehmen, Chris. Der Idiot, der sich mit den Bedlam Raiders angelegt hat. Aber vielleicht bist du wirklich eine ehrliche Haut. In jedem Fall wird dieser Ort dich ausbluten. Verschwinde, solange du kannst. Es vermerkt. Sei gegrüßt. Was geht? Umherziehender. Kell reicht völlig. Das wird es nicht. Okay. Ihr seht nicht aus wie die anderen Prospektoren. Nein. Ja, ich sehe auch nicht aus wie ein Jedi. Sie graben Reichtümer aus. Tulabt gräbt aus, was nicht so leicht zu fassen ist. Verdient man damit viele Kredits? Weisheit ist ein Gut, das nicht verdirbt. Mir gefällt immer noch die Aussprache von Kredits, ja. Er ist noch Credits, oder? So, wenn ich mit dir nochmal rede, kick. Okay. Also kann ich ja nur mit den Leuten reden. Sich eine reisendere Musikere und ein DJ-Droide aus den Kernwelten auf Kobo. Dachte nicht, so etwas von dir zu hören. Weißt du, warum sie hier sind? Sie sind zum Talplateau gewandert, um die Geräusche der Wildnis zu samplen. Die Geräusche der Wildnis können von Kreaturen kommen, die dich töten können. Man kann jedenfalls keine bombigen Beats rausbringen, wenn man tot ist. Mal sehen, ob ich sie finde. Das hoffe ich. Cool, noch mehr in dem Quest. Ein Bad trinken. Du siehst müde aus. Entspann dich mal. Okay. War schön, dich zu sehen. Na gut, ich bin auch hier. Mal Lady. Hast du die Lackierung für die Stinger Mantis ausgesucht oder war das Grease? Ich finde sie auch etwas auffällig. Hey, wenn die ganze Galaxis hinter dir her ist, kannst du auch mit Stil abtreten. Die Mantis hat uns schon öfter gerettet, als ich zählen kann. Sie könnte regelmäßiger gewartet werden. Aber ich kann. Warte mal, ich habe doch gar nicht seine Mantis geändert. Dann wird sie ihrem Namen gerecht. Wenn ich du wäre, würde ich das Ding fliegen, bis die Schubdüsen abfallen. Das habe ich vor. So. Kerl, ich muss dir etwas gestehen. Und jetzt kommt. Ich bin ein Frosch. Von der Tech, die ich Ravis verkaufen wollte, gibt es im Tal noch mehr. In dem Gebäude in der Mitte kannst du nicht verfehlen. Wir waren schon dort, Hörgel, aber danke für den Tipp. Wirklich? Ist es zu spät zu sagen, dass wir alles, was du findest, halbe teilen? Vielleicht nächstes Mal. Ich werde dich daran erinnern. Freut mich, dass du nach Kobo gekommen bist, Kerl. Du arbeitest hart, nicht wahr? Und stellst dich immer schützend vor andere. Und wie kommst du darauf? Das ist der Weg der Jedis. Ein Hauch von Adrenalin. Was? Dein Blick sucht die Gefahr.
ist immer wachsam. Ich meine, das Kell sieht überhaupt nicht aus wie ein Jedi. Schuljäger ihre Beobachtungsgabe. Aber nur damit du es weißt. Dein freundliches Auftreten täuscht mich keine Wirklich? Oh ja. Du bist als Jäger ein Natur. Mein freundliches Auftreten? Ich würde nicht mit jemandem reden, der so aussieht, der auf mich zukommt. Kobo, bist du wie geplant von allem weggekommen? So ein stirnmalten Druiden auf der Schulter. Weg vom Imperium, der Haxion Brot. Dem ganzen Ärger entkommen. Der Ärger scheint uns immer zu finden, Reese. Hast du mittlerweile auch mitbekommen, was? Was du nicht sagst. Genau wie der alte Druide, was? Gibt's Probleme mit sie? Meinst du das ernst? Sie sticht heraus wie ein bunter Farbklecks bei einem Pottrennen. Nicht, dass ich wählerisch bin. Wenn du noch mehr verlorene Seelen mit traurigen Geschichten findest, schick sie ins Palons. Hörst du? Dieser Ort könnte ein wenig Ärger vertragen. Mhm. Ich will jetzt gar nicht wissen, wie das hierher kommt. Okay. Cool. So, wo ist der Garten? Der Garten ist oben, ne? Da war ich noch gar nicht. Ah, du bist der Angler, ne? Junge, wirf deinen Blick auf diesen wunderschönen Tank. Grün. Freut mich, dass du es geschafft hast. Am Anfang hat er keinen guten Eindruck gemacht. Es war klug von mir, ihn dreimal zu schrubben. Dann der Filterwechsel. Sieht nicht so aus. Als wollte jemand ein Weichtier durch ein Sieb pressen. Das wollte ich nicht hören. Okay. Sie, neuer Laden verfügbar. Oh hey. Kerl, wie schön, Sie zu sehen. Ich freue mich auch, Sie. Sollten Sie irgendwelche Datendisks aus meiner Zeit finden, ah, ich sie gerne für Sie entschlüsseln. Stimmt, von diesen Druiden, ne? So viele auf Kobo verschollen sind. Wir geben dir Bescheid. Kerl, ich hoffe, ich bedränge Sie nicht. Aber was ist mit Ihrem Jedi-Meister passiert? Er ist tot. Er gab sein Leben, damit ich fliehen konnte. Vertraue nur der Macht. Das waren seine letzten Worte. Oh, Kerl. Das tut mir sehr leid. Es ist sehr lange her. Auch nach 2 Jahrhunderten halt Meisterin Kreeks letzte Anweisung immer noch durch meine Speicherbänke. Wir werden sie nie vergessen. Darum sind sie noch bei uns. Ich glaube, da haben sie recht. Oh, der Laden hat hier so ein extra Ding. Ich denke, ich stöbere ein wenig herum. Okay, jetzt hört sich Bonus als ermöglichen, dass ihr mehr Boni. Ah, guck mal hier, oh, Farben für Druiden und hier. Während seiner Machtfähigkeit den Schaden des nächsten Lichtschwertangriffs. Ja, bei den Schaden, nachdem der Lichtschwertkampfstil gewechselt wurde. Eine geringe Menge der Machtanzeige über Zeit, über das, aber das Maximum der Machtanzeige ist reduziert. Fängst du für noch eine geringe Menge der Superanzeige auf? Na, das ist diese, wo ich verlangsamen kann, ne? Durch das. Im Spinnen ein Treffer ohne. Ja, ziemlich offensichtlich, was ich jetzt nehmen als nächstes nehme, ne? Weisheit. Ja, es ist ein bisschen offensichtlich, ne? Dass das am besten wird. Kann ich das hier machen? Wir haben jetzt zum Meditationspunkt, ne? Gesammelte Fische. Das ist ja wie Splatoon, die Musik. Willkommen, willkommen! Komm näher und versuche dich bei Holotaktik. Das Spiel für Weise und Krieger. Ah, unser Retter kehrt zurück. Wir sollten uns ordentlich vorstellen. Ich bin Beamer und was ist er? Das ist mein Partner Talimu. Wie du siehst, haben wir hier in Pailoons Saloon ein Holotaktik. Wie du siehst, ist mein Kopf ein Strich. Freut mich, dass ihr beide das Pailoons gefunden habt. Das würde ich gerne zurückgeben, aber du kannst ja ohne Zweifel bestens auf dich selbst aufpassen. Wie ich sehe, hast du einen Droidengefährten. Wenn er Kämpfer scannt, kann er sie zu deinem Holotaktikstapel hinzufügen. Was? Je mehr Scans BD sammelt, desto mehr Optionen habe ich im Spiel. Geil. Genau.
Natürlich hält dich nichts davon ab, jetzt eine Runde zu spielen. Möchtest du jemanden herausfordern? Holo Die Nummer 2. Besiege Gegnerin um die einzige. Oh, was ist das? Yu-Gi-Oh! Den Kampf um Gegner zu kaufen und platziere auf den Tisch. Eine Herausforderung hat mehrere Wellen. Muss die Herausforderung neu starten. Okay. Turtle. Es ist also eine Aufnahme. Wann fange ich an zu reden? Okay. Keine Ahnung, Sturmtruppler. Oh. Okay. Los! Was ist das? Diese Einheit ist erledigt! Ausgelöscht! Kerl wird versuchen, diese Leistung in der nächsten Runde zu wiederholen! Na klar, werde ich das. Wie viele Punkte habe ich denn? 12. Okay. Sturmtruppler. Quantität über Qualität, ne? Oh, er hatte nie eine Chance. Und ah, macht den fertig. Und vom Spielfeld. Was hat ihr? Dog Battles? Oh, nein. Gut, leb wohl. Eine grandiose Darbietung. Turtle besiegt. Das ist halt einfach nur random hier, was ich hab. Okay. Oh nein, mein Highscore. Okay, und da sehe ich auch, was ich bekomme. Farben. Bart. Gehe ich den Omni-Man Bart. Okay, mehrere Gegner scannen. Ja. Okay, ich hatte aber eine Anzahl von Gegner. Das hat sich übrigens, aber ich kann ja nur einmal scannen, ne? Keine Ahnung. So, wo ist dieser Garten, von dem ich schon so viel gehört habe? Gefunden. Nicht schlecht, was, Kumpel? Du hast jetzt den Zugang zum Dachgarten von Pylon Salon und kannst dort Samen pflanzen. Eine Schneide bestimmt Pflanzen ab und in verschiedenen Größen und größere benötigen zum Wachstum mehr Platz. Und was bringt mir das? Ups. Alles klar. Pflanzen wir die Samen, die wir gefunden haben. Jetzt musst du nur noch wachsen. Was bringt mir das? Das scheint eine gute Stelle zu sein. Sieht aus wie dieses hier hinter von Tabaluga, diese eine Game Show, wo die Kinder irgendwie über so Eisplatten laufen mussten. So sieht das irgendwie jetzt aus. Jetzt warten wir. Ein Alderan Blau. Ich das ganze Ding vollkommen. Fertig. Ja. Nabu grün. Na, guck mal hier, Abkürzung freischaltet, sehr cool. Jetzt kann ich einfach da hochklettern. So.
Wie sieht es denn ja so gerüchtemäßig jetzt aus? Ich immer noch voll viele. Okay. Da, da war ich ja, aber da. Da muss ich das Ding ja irgendwie in die Luft jagen, ne? Aber wie mache ich das? Bestimmt irgendwie von hier aus, ne? So, soll ich nochmal zurückgehen? Ich hoffe irgendwie, das Ding hat sich mal wieder resettet. Wenn nicht, dann. Was soll's, ne? Was ist denn noch alles so? Was ist hier denn? Hier war ich noch nicht. Ah ja, keine Zeit mehr. Na komm. Ein paar Musiker finden, da wird aber nicht so schwierig sein, ne? Was? Doch ein Gerücht, ehrlich? Gleichfalls. Ist das das Zuhause, von dem du gesprochen hast? Ja, du bist der Druide, den ich getroffen habe. Bist du dir sicher? Ich habe keinen Bedarf dafür. Als Dank für ihre Rettung. Ich bestehe darauf. Okay. Stimmt. Oh. Ist da ein Bart drin? Duelland. Ja. Natürlich. Dann noch mit dem Stier, man sieht aus wie Rio von Street Fighter. Vielen Dank. Meine Reise als Krieger geht weiter. Dann suchen wir noch ein paar Musikanten. Da wird ja wohl nicht so lange dauern, ne? Hoffentlich. Nein. Schießt er? Oh, ich habe gar keine Macht. Ich habe die Macht von Karate auf meiner Seite. Ihr habt jetzt keine Chance. Erinnert euch an eure Ausbildung. Ihr seid alle, wir sind alle tot, außer dir. Ich weiß nicht, an wen diese Worte gerichtet waren. Die waren alle tot. Was ist hier mit? Kann ich dann aufmachen langsam? Ah. Okay, da irgendwo ist das. Ich war noch nie hier. Okay, irgendwo ich Schüsse. Ich glaube, wird noch sehr lange dauern, bis wir hier weggehen. Oh, seid ihr hier? Seid ihr hier, Musiker? Din din. Seid ihr hier, Musiker? Auch wegen der Geräuschkulisse hier? Hallo zurück. Ich habe gehört, hier oben sammelt jemand Audio-Samples. Genau, Mann. Didi ist begeistert von den Rufen dieser Gleiter. Ich höre immer irgendeine Schüsse. Klingt großartig. Weißt du, Pylon Saloon unten im Außenposten bringt etwas Live-Entertainment. Vielleicht keine schlechte Idee. Didi schwört, dass ihn eine der Bestien schon schief angeschaut hat. Okay, einverstanden. Wir sehen uns im Außenposten. Man sieht sich. Okay, das war noch. Schillig. Langsam. Ich habe doch vier.
Nutze die Jukebox, natürlich. Ja, wir nutzen die Jukebox beim nächsten Mal. Ist noch irgendwas? Boah, weil das ist hier so am Flimmern gerade. Hey, kleiner Freund. Komm nur näher, stört mich nicht. Okay. Okay. Also. Wenn der jetzt gleich aufsteht, ne? So. Schon wieder was finden, ne? Alter, aber da habe ich ihn ja schon wieder gefunden. Ist irgendwo ein Meditationspunkt, da würde ich von hier auch schon direkt hier abhauen. Da kann man durch. Wenn hier direkt ein Meditationspunkt ist, dann hau ich hier schon wieder ab. Komm schon. Ich finde immer was Neues hier, ne? Wir werden ja nie diesen Planeten. Hi. Oh. Wir werden ja nie von diesem Planeten hier wegkommen. Wo bin ich hier gelandet? Ah! Wo ist er? Das muss der Weg nach draußen sein. Aber wie kommen wir dahin? Boah. Wohin mit dem Teil? Muss ich jetzt mal wieder einen Weg nach draußen finden. Gegner. Oh, jetzt bist du auf einmal doch aggressiv. Wenn ich gerade so ein Ding gerade. So ein Chocobo. Bestimmt für uns entschlüsseln. Yeah. Ja, ich brauche einen Meditationspunkt für die erhöhte Erfahrungspunkte. Ja, gerade voll Sachen am aus dem Fenster werfen. Boah, jetzt komme ich ja schon wieder nicht raus. Ich wollte nur mal kurz hier nachschauen. Boah, ich war schon wieder zu neugierig. Aber ey, solange wie jetzt hier schon kein Part mehr gekommen ist, kann ruhig ein bisschen länger was rausgehauen werden, ne? So, wie komme ich denn jetzt hier raus? Ja, da hat so ein Vogel. So, hier bist du. Jetzt. Da komme ich ja nicht hoch. Ja. Kollege. Jetzt bin ich draußen. Ah, komm mal hier. Dafür brauche ich das. Okay,
Nein, hier nicht. Da. Oh, jo, was geht? Wo bin ich hier gerade? So. Oh, cool. Okay. Wo bin ich hier? Was? Sehr unangenehme Konversation zwischen uns beiden. So, jetzt. Was ist das hier? Das sieht so verdächtig aus. Na, ist nur was Blaues. So, bin ich rausgekommen, ne? Halt. Untersuchen. Was untersuchen? Stand gerade untersuchen. Eine Scheune. Was die Prospektoren wohl da drin aufbewahren. Bin ich ja. Okay. Wo ist ein Teleportationspunkt? Wo ist ein Meditationspunkt, mein Gott? So, hier ist das wieder. Boah. Ich einfach so gerade ausgehen, ne? Hier ist so ein komischer Videoeffekt gerade. Am Fernsehen irgendwie sieht so eine Linie irgendwie da oben. Manchmal. Jetzt nicht mehr. Aber das Meditationspunkt. So. War ich nicht voller AP, Mann? Boah. Ich wollte nur so ein paar. Ah. Blöden Mistviecher, ey. Die so viel Schaden machen. So, Boni, Erfahrungspunkte. Ich habe so ein Gefühl, ich werde da brauchen. Aber das kostet, glaube ich, irgendwie alles, ne, was ich habe, ne? Ist egal. Ja. So. Bleiben wir in Bewegung. Blöden Viecher, ey. Ach, nein, ey. So, jetzt irgendwo eine Jukebox, die ich noch untersuchen soll. Machen wir da auch noch ganz schnell. Dann holen wir uns mal meine Erfahrungspunkte hier noch kurz zurück, ne? Weil da sehe ich mal gar nicht ein. Aufmachen, bitte. Nein. So. Na. Das ist keine Jukebox, das ist. Ups. Wie wär's hiermit? Ändern wir das Tempo. Freut mich, dass ihr beide das Paluns gefunden habt. Hm. Danke nochmal für die Einladung. Ich heiße übrigens. Sah der aber nicht vorher aus, oder? Ich bin Kerl. Das ist BD1. Mann, du hast mir nicht gesagt, was für eine Spelunke dieser Laden ist.
Dieser Saloon hat eine schlechte Akustik, seltsame Gäste und eine kaum funktionierende Toilette. Er ist perfekt. Ich habe sie gerade repariert. Bin gespannt, was ihr drauf habt. Bin mir ziemlich sicher, Grease Jukebox ist älter als die Republik. Verstanden, Kerl. Wende dich an DDEC, wenn du was Spezielles hören willst. Mach ich. Danke. Oh, ich habe da ja schon gehabt. Wo ist denn die Jukebox? Das ist doch die Jukebox, oder? Ich meine, da ist keine Jukebox, aber... Oh, ich wurde abgeschossen, alles klar. So, ich hole mir jetzt diese blöden Erfahrungspunkte noch zurück, ne? Hm? Er deckt sogar seine Kantina-Sofas mit Pozzoli-Gewebe ab. Typisch Grease. Ja, wo ist dieses blöde Viech, das mich gerade erledigt hat, ey? Ich weiß es nicht, dass die einen noch mit Einschlag öffnen. Oh, das muss schon sagen. Ich sehe jetzt mal gar nicht an, mich zu einem so ein blöd wie ich jetzt noch hier gewonshottet hat und mir wieder alles weggenommen hat. Natürlich wäre jetzt noch, ja, glaub mal. Sehe ich jetzt mal gar nicht ein. Du bist ja. Oh nein. Finger weg von dem Viech. Ist meins. Mein Gott. Und du auch. Vielleicht gierig. Ich muss einfach seitlich ausweichen, ne? So. Mein Gott, so schwer ist das nicht. Da sind ja auf einmal so viele Gegner überall, die sich mit allen kloppen. Oh, da liegt aber sich gerade. War ich ja noch nie? Wahrscheinlich. Nein, nicht im Hintern. Lasst euch das allen eine Lehre sein. Wenn ihr in meinen Außenposten kommt, jage ich euch und erlege euch eigenhändig. Dummer, ungebrochen. So, okay, das ist jetzt genug. 1 Stunde 15 Minuten fast. Das reicht. Ja, sieht so aus, das müssen wir noch ein bisschen hier so, also müssen. Also werden wir ja noch ein bisschen so in Dings hier rumeiern, ne? In Kobo. Wenn immer wieder neue Gerüchte und so noch auftauchen, ne? Gut, mir egal. Was ich hier mache in dem Spiel, ist mir eigentlich egal. Hauptsache ich mache irgendwas, ne? Von daher ist mir halt relativ egal. So, wir tun jetzt hier noch ein bisschen pennen, ich meine meditieren, und ja, gut, dann beim nächsten Mal geht es dann ja wieder weiter mit der Erkundung auf Kobo, glaube ich, langsam, aber ja, was soll's, ne? Immer wo ich hier noch was sehe, was Verdächtiges, gehe ich noch hin, ne? Und dann ja, konnten wir ja, wir können die ganzen Gerüchte ja noch mal, keine Ahnung, abtasten. Sind die noch Gerüchte? Ich weiß es nicht. Hier, das hat mit der Tür. Wenn da Munitionspunkte in der Nähe wäre, würde ich da jetzt noch mal, ich gehe da jetzt noch mal hin, weil ich werde beim nächsten Mal vergessen haben. Deswegen gehe ich da jetzt noch hin, ist mir egal, wie lange der Part dauert. Ach, jetzt sehe ich da vielleicht nicht. Naja, lass kommen. Würde ich sagen, das war's für heute. Ne? In der nächsten Folge geht es dann weiter mit was auch immer wir hier auf Kobo machen werden. Ne? Ist mir egal, wie lange wir hier noch rumhocken. Ne? Zu tun gibt es ja immer noch was, anscheinend immer. Ne? Von daher, ja, machen wir das. Gut, dann sage ich, ich werde aber beim nächsten Mal sehe ich euch dann wahrscheinlich hier bei diesem Ort, ne?
wo auch immer ist, Machtriss. Das habe ich schon erledigt, ne? Ja, ich werde mir schon mal einfallen lassen. Hier sind immer noch Gebiete, die ich erkundet habe und so. Immer wird mir schon auffallen, was ich hier machen will. Ne? Gut, dann sage ich Dankeschön für Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Hiervon wird es auch ein bisschen regelmäßiger ein paar Parts geben, hoffentlich. Und ja, dann sage ich Dankeschön für Zuschauen. Und hinterlasst ein Like, ein Abo und einen Kommentar, um den Kanal zu unterstützen. Und dann sage ich bis zur nächsten Folge. Ciao.